Erstmal statisch laufen hier. Jo. Static Camera on the altar. Oh oh. Look at this shit. Oh, for fuck's sakes, come on. Aber keine negative Energie hier. And let's be honest, people are probably doing it in goodwill. Yeah. Trying to get money or something. So, I'm not surprised. Definitiv keine Energie. Soll ich mal den hier, ist der bemalt? Nee. Nein. Das ist ein ganzer Krabbenkörper so. Fast. Und ein Kamm. Komisch. Oh, guck mal, Papa, der hier ist richtig alt geworden. Der hier. Mhm. Und hier. Also, um diesen Altarstein ist eher positive Energie. Ah, okay. Wahrscheinlich zu größten Teil positive Intention. Ach du Scheiße. Sehr starke Energie. Das hier ist ein Ausgrabungstrench, oder? Hier haben wir die ganzen Kinderknochen gefunden. Ja, ja, nein, ich meine, das hier ist jetzt nicht so lange her. Guck mal, die ganzen Steine. Ja. Da ist noch ein Stück, guck mal, das hier da unten. Da ist noch ein Stück ganz nach hinten. Ja, das hat er da hingelegt, gesehen, von da. Also so wirklich so ein Meter tief oder so, einfach wahrscheinlich ein Schlamm am Boden. Hauptet Stefan, oder? Mhm. Das ist so stammt sehr durch. Und die Köpfe, die Überreste vom Kopf noch haben, haben wir an dem Eingang noch nicht so. An dem? Okay. Ich glaube, die Hölle war rein. The Holy Spirit. There is still dwelling in this cave. Please come forward to me. Thank you. There is somebody at the entrance of the cave. Is he some sort?
say to God, God is, does he not like people coming in here? Can you please give me an honest answer? Is he a danger for us? Thank you. Does he understand we're coming with good intentions? Don't want to cause anybody harm. Well, thank you very much for this. We're going to try to make contact with you later with a number of strange machines. We're going to explain it to you in due time. You understand that? Hier habe ich aber schon was gebaut. Da gibt es immer einen Rampart, auf den Altar gestellt. So, was ist? Oder so richtig die Füße weg. Ja. Ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin. Aber warte mal, die Kamera filmt dauernd drauf? Mhm. Statisch. Das war Chris. Genau. So. Dann würde ich den nochmal mit dazu stellen. Geh mal kurz raus und mach ja, den. Ja, den sieht er auf jeden Fall. Gut. Falls sich hier was von Werten verändert. Telefone alle auf. Ich habe kein Telefon bei. Ah, okay. Ja, der aber nicht, ne? Robert hat ein Telefon? Ja, habe ich. Sende das irgendwas oder ist der Flugmodus? Hat keine SIM-Karte drin. Hm. Und ist auch nicht angeschaltet. Ach so, okay, gut, das passt. Ich habe auch Flugmodus. Das Ding ist sonst, das Ding zeigt ja auch an, wenn es Mobilfon ist. Das ist schwierig für mich zu sagen, weil ich einfach erstmal ein bisschen gehypt bin, sozusagen. Dann habe ich wirklich bedeutend. Aber ich merke auch, dass noch was anderes da ist, definitiv. Man läuft quasi durch Geschichte durch, ne? Ja. Das fing ja schon direkt am Eingang an. Also, kann natürlich jetzt gut, wenn ich es neurologisch auf Kopf betrachte, ne? Diese Eindrücke, dunkler Raum vor dir. Ich sag mal so, da ist definitiv etwas im Eingang, was diesen Effekt hervorruft, glaube ich, was dich abhält. Mhm. Oder zumindest also versucht. Jeder hier reinkommt. Oder rein soll. Ich denke aber, wenn er einmal drin ist, ist es okay. Ja. Wenn du war definitiv am Eingang stärker als die Bedienung. If there's anybody in this cave apart from us, can you be, please go to these rocks here where you see the light? You can use the energy from these little things that are there. I know you can see or sense the energy. You can use this energy to do something. Whatever you like. You can move some of the stones, the pebbles, the bones. You can touch some of the things that are lit up. You can try to knock over that little stone tower. That's very precarious. That would be very good if you can do that. We're going to build it up afterwards, I promise. Are there any smugglers in this cave? We know it's been used as a smuggler's cave, as a smuggler's hideout. Are any of the spirits of the children around that have been buried here? Or maybe anybody of the grieving parents
that possibly were here when the children were brought into this cave. Jemand in dieser Höhle ist. Wir geben euch die Erlaubnis, uns zu berühren. Wir geben euch die Erlaubnis, unsere Energie zu benutzen. Wenn ihr sie braucht, um mit uns zu kommunizieren. Wenn ihr sie als Kraft braucht. When people are coming into this cave, can you see them? Can you sense them? I've heard stories that people came into this cave to summon dark things. Is that true? Maybe to open up a portal to the other side? Is there any truth in these stories? Can you tell us? Ich hab jetzt, das ist immer bei mir, wenn was passieren wird. Ich kriege ein ganz dumpfes Gefühl im Oberschenkel, wie Needles and Pins. Das ist normalerweise für mich immer ein sicheres Zeichen, dass etwas um mich herum ist. The cave about 5 or 6 steps. Say again? Go back to the cave about 5 or 6 steps, please. Yeah. And now repeat what you were doing when you were shining the light at the wall and walking forward slowly. Like up and down, up and down, shine the light. You know how you were like looking at the wall and went up? I was just wondering, and I was trying to debunk something. I saw an orb with my own eyes about the size of my open palm, ovular, going across the ground in front of me, like here to my side. Can you hear that? I'm listening. You heard it, yeah? Yeah. Yeah.
gestartet ist? Nein. Ich wollte gerade etwas debunken, was ich gesehen habe. Ja. Und konnte feststellen, dass es nicht Papa war, sondern ich habe ein Ohr, so nicht kreisförmig, sondern, wie heißt es hier, also wie ein gequetschtes Kreis. Das war oval? Mal. Genau, oval. Ovalförmig, ungefähr so groß. Ich habe gerade auch vor dem Unterschied gesehen. Ja, ungefähr so groß, Chris. Ja. Sehr schnell. Hier. Vorbei hier. Okay. Also ich will es nicht auch, ich will es Licht nennen. Wenn ich jetzt die Kamera gut ist dahin, aber wenn es dahin gegangen ist, dann ist es auch sein. Auch nicht. Weil es ist halt so richtig ganz spontan, so. Der Fahrer ist da und dann so genauso schnell war es dann plötzlich weg, als es vorbeigeschossen ist. Warum man welche Ohren kann, vielleicht sehe ich auch was. Schau mal hier. Das ist aber nicht die Schale jetzt hier. Und die Platte, ne? Ja, das sieht fast kritisch aus. Und ja auch. Oh, ja, ja, das ist von der Blume. Das kann man vorne am Schild sehen. Das sieht auch praktisch aus für mich. Man leuchtet mal genau drauf. Die Blume da? Nein, ein bisschen rot, also hier. Das ist alles, ne? Nicht so hoch leuchtet, zum Fall. Oh ja, schaffen wir es besser. Ja, die kann man. Auf diesem Schütze. Das ist aber ja auch. Guck mal hier, da. Das ist ja auch ja, ich sehe die Dreiecke. Definitiv. Ja. Da ist ein Schatten, der wir sehen. Ich würde das mal ganz kurz mit dem Handy auf den Rand zeigen. Handy definitiv. Hier. Das ist das ja, ich wollte gerade sagen, logisch wäre es auf der anderen Seite auch noch. Das sieht aus fast wie eine Figur. Da ein Kopf mit dem Körper runter. Achso, meinst du daneben? Ja. Diese Platte? Ja, ja. Weißt du, was du meinst? Oh ja, oh ja. Das kann man. Wow, ich bin halt an den Felsen. Geil. Ja. Und das. Cool, ja. Weiß ich, irgendwann, dass ich morgen früh mit dem Arsch was will. Spürst du das? Meine Hand ist total am Kribbeln. Und dann ging die quasi in die Wand fließt. Und hier ist ein Kribbeln. Das muss dann vorne reinfliegen. Weißt du was? Diesen grünen Kribbeln. Ich würde sagen, der Stein ist auch voll warm, eigentlich. Okay, das ist ein bisschen. Also nicht gerade so Puls, ne? Also nicht gerade jetzt Körperwärme, aber wärmer als Stein normalerweise sein sollte. Was ich im Kopf habe, das ist wie so ein Feldwerk hier. Ja. Und das sind die Köpfe, die Schädel. Und dann werden wir in diesem Feldwerk eingebracht. Ja. Und dann fallen die aber irgendwann, wenn die Haare alles weg sind, fallen die runter. Und die Körper liegen aufgebahrt. Auf der rechten Seite. Und links herum lässt die Mitte frei liegen. Und so dann, wo man die neuen draufgelegt hat, die alten. Die wurden einfach ringsum aufgebaut und ich glaube, die hatten genug Platz hier oben. Hier oben haben sie. Ich glaube, das ist vorne, das ist auch Eisenglas oder? Ja, sieht so aus. Das, was wir draußen gefunden haben. Okay. Ja. Und das mit da hoch? Wollen wir das mal anschauen? Ich habe gerade fotografiert, damit man das nicht sieht.
vorhin, dass draußen jemand, ne? Daneben steht jemand links. Ja. Genau, das ist Tor. Ja. Also man muss in die Höhle gehen. Man geht in die Höhle, man ist drin. Man hat was drin. Ja, aber das ist, wie das anguckst, ich sag mal, es wirkt fast, als hätte jemand versucht, weißt du, wenn du so 3D-Bilder malst, mit Perspektive, also wenn jemand versucht hätte, diese Perspektive darzustellen mit kleiner werdenden Rechtecken. Was ja auch ist, der in der Höhle steht, der ist ja auch ist ja so ein Freischwesen. Der steht nicht unten drauf, sondern in der Mitte. Ja. Das ist übrigens mit Sicherheit auch keine natürliche Partie finden. Das sieht aus, als wäre die rausgekratzt worden. Aber da oben sind auch noch zwei Striche. Da. Nein, das ist mehr als zwei Striche. Mach mal das Licht weg. Siehst du das? Ja, mach mal das Licht weg. Mach mal das Licht weg. Siehst du, oder? Geh mal weg, weg, weg. Guck mal, vom natürlichen Licht aus. Von der untergehenden Sonne. Ja? Du siehst das jetzt eigentlich wunderbar. Aha. Also die zwei Striche. Ja, auch. Hier, genau. Ja. Das sieht wieder aus wie ein Eingang, weißt du, dieser Bogen? Ja. Ja, was könnte der Eingang sein? Das sieht aus wie so ein richtig alter Sarg, weißt du, was ich meine? So richtig oder aus Stein gemacht. Ja, die Särge. Also die beiden Striche da oben, würde ich sagen, die sind moderner. Die sehen wir zu unprofessionell. Ja. Aber es ist einfach auch sehr interessant, siehst du das hier? Ja. Das drauf, Leute. Ja, genau. Das sieht fast aus wie vier Finger. Ach, hier von der Seite, ne? Ja. Ja, so drei. Ja, so der vierte ist aber nach links weg. Also wie so? Ja. Oder was? Ja, so ein bisschen so, ja. Und dann der kleine Finger. Was? Kleiner Finger, Zeigefinger, so. Oder Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger, Daumen. So wirkt das fast auf mich. In dem Spreiz der Hand. Also andere Hand dann. Mhm. Was ich auch sagen sehe halt, ist, ist halt, so langsam gehen wir in den archäologischen Bereich. Ja. Was ich dann auch sehe, ist, dieses, was so richtig tief eingeritzt ist, ist fast wie die Eingänge für die Höhle.